Leader Chase, Achtung Bodenwelle, mittig Alten. Das erste Testing. Wir sind hier in Cuba Pili am Flughafen. Es musste gestern noch bis spät die Nacht gearbeitet werden, damit das heute klappt. Es ist ziemlich windig und ich bin mal sehr gespannt, wie es heute wird. Es ist eiskalt! Wir wollten jetzt gerade hier anfangen zu testen, aber wir haben gestern Abend noch eine Sika-Vogel gezogen. Die muss halt, braucht man eine gewisse Zeit zum Aushärten. Die Zeit haben wir jetzt hier nicht ganz einhalten können, weil es alles ein bisschen verzögert hat. Das Problem ist, die ist nur noch butterweich von innen, weil die auch relativ dick ist. Und jetzt haben wir uns entschieden, die halt wieder rauszunehmen und neu zu machen die nächsten Tage. Aber das Rausnehmen ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Was ist passiert? Irgendwie haben wir gerade einen Mechanismus eingebaut, der das Canopy zuhält. Der funktioniert sehr gut, nur leider geht der gerade nicht mehr auf. Das heißt, der ihn eingebaut hat, ist jetzt drin und unser neuer Fahrer. Wir starten gleich das erste Testing, sobald der restliche Stuff da ist. Wir testen jetzt erstmal ein Weilchen hier und entscheiden dann, ob wir noch auf den Highway fahren oder ob der Wind uns zu stark ist. So aufgeregt? Wir fahren gleich. Ja, tatsächlich. Wer weiß, vielleicht fliegen wir ein bisschen weg. Ich drück dich zu, ne? Wir haben einen Platten, der Reifen ist platt. Wir haben ein bisschen Lack von der Bottom Shell kaputt gemacht. Fahren wir eigentlich ganz gut. In der einen Richtung kommt der Wind so leicht schräg. Und da merkt man, dass das Auto so geschoben wird. Aber der Rest, von hinten und vorne, merkt man gar nichts. Nee, also auf jeden Fall deutlich besser als Adli. Was bringst du Schönes mit? Das ist das sind die Nudeln von gestern, eingerollt in feinstes Brot, frisch gebacken vor ein paar Monaten, dann eingeschweißt und hier nach Cuba Pili geliefert. Was jetzt am Ende aufgefallen ist. Wenn Stopp gesagt wird über Funk, dann muss das über Funk auch weitergegeben werden an alle anderen. Sorry. Das Flugzeug nervt wirklich. Ah!
Wir wollen jetzt unser erstes Testing auf dem Highway starten, nachdem wir jetzt gestern und heute Morgen hier auf dem Flughafenplatz getestet haben. Fühlt sich unser Fahrrad breiter zu, mit höherer Geschwindigkeit, unter richtigen Straßenbedingungen mit Roadtrains und allem drum dran, über 60 konstant zu fahren. Es lief bis jetzt sehr gut, also auch von der Fahrstabilität her war eigentlich alles perfekt, trotz des starken Windes, also läuft gut. Western Sydney ist gerade vor uns auf dem Highway vorbeigefahren und wir fahren jetzt hinter denen auch drauf. Wir sind an unserem ersten Test-Control-Stop. Lief bis jetzt eigentlich sehr gut. Wir haben sogar Western Sydney, die sich den gleichen Spot ausgesucht haben, hier direkt nebenan. Ja, das ist recht entspannt gerade. Ja, ich fahr jetzt. Wie war der erste Stint heute? Boah, echt gut. Es ist tatsächlich noch viel windiger, als ich dachte. Und ja, spürt man halt auch. Ui. aber das fährt sich geil. Also jetzt 80 auch gefahren und man muss sich echt nicht so viel anstrengen wie bei Adli zum Beispiel oder so. Also. Was passiert? Möchtest du alles mitbekommen? Aber es bringt auch nichts in Angst. Mitzi kann jetzt rausfinden, was er sonst auf der Highway rausfindet. Testing vorbei. Als krönenden Abschluss haben wir zwei andere Teams dabei. Western Sydney mit dem kompletten Team und sogar dem Auto. Und auch noch ein paar von Twente. Wir zeigen uns gegenseitig die Autos und haben einen guten Abend. Come on.